Hallo und herzlich willkommen bei Quadriga. Die Welt ist gefährlicher geworden, so steht es in einem Dokument des Pentagon und so warnen auch Friedensforscher. Nach Jahrzehnten der Abrüstung wächst die Angst vor einem neuen Rüstungswettlauf. Der alte Konflikt zwischen den USA und Russland gewinnt an Schärfe. Der Aufstieg Chinas als Militärmacht erhöht das Konfliktpotenzial zusätzlich, ebenso die Raketentests von Nordkorea. Das neue Wettrüsten wird die Welt gefährlicher. Anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz in dieser Woche ist das unsere Frage bei Quadriga und das sind meine Gäste. Martin Hinrichs ist Vorstandsmitglied der internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ICAN. Er sagt, entweder wir schaffen Atomwaffen ab oder sie schaffen uns ab. Deutschland muss dem UN-Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beitreten. Friedrich Thelen ist Journalist und politischer Berater. Er sagt, ein neues Wettrüsten droht und Deutschland hat konventionell schon abgerüstet. Das ist gefährlich. Konstanze Stelzenmüller ist Robert Bosch Fellow bei der Brookings Institution in Washington DC. Sie sagt, die Welt ist in den letzten 12 Monaten sehr viel gefährlicher geworden. Einer der Gründe dafür ist eine ineffektive Rüstungskontrolle. Frau Stelzenmüller, mit Ihnen möchte ich beginnen. Was hat die Welt im letzten Jahr so viel gefährlicher gemacht? Es sind verschiedene Dinge passiert. Da ist zum einen sicherlich die Wahl von Donald Trump, dessen politischer Stil, dessen Umgang mit sehr heiklen politischen Themen so, sagen wir mal, ungezügelt ist, so unkonventionell, dass alleine seine Rhetorik und sein legendärer Twitter-Feed das Risiko einer strategischen Fehlkalkulation bei anderen erheblich erhöhen. Das ist für mich sogar das größte Risiko. Viele der Drohungen, die er bisher gemacht hat, Handelskriege, echte Schießkriege mit Nordkorea, Aufkündigung des Nuklearabkommens mit Iran, sind ja noch nicht Wirklichkeit geworden. Aber alleine durch die Ungewissheit, die entstanden ist bei all diesen Themen, ist das Risiko von Irrtümern bei anderen gewaltig gestiegen. Ist denn, Herr Thelen, das Zeitalter des internationalen Terrorismus jetzt vorbei oder läuft es aus, nachdem der Westen den IS und Al-Qaida militärisch im Grunde besiegt hat? Das würde ich so einfach nicht sagen, dass der IS findet neue Formen in den Staaten, in den Regionen sich zu verankern. Aber sozusagen das Konfrontative, wie wir das erlebt haben mit Teilen Syriens und Irak, wo die als Staat sich quasi Staat etablieren, das ist vorbei. Aber das ändert nicht, dass es sozusagen die Bedrohung gibt. Die findet nur auf einer anderen Ebene statt. Aber ich pflichte Frau Stelzenmüller bei. Der amerikanische Präsident erzählt tolle Sachen. Aber von vielen Dingen, die er angekündigt hat, die wir uns alle erschrocken haben, sind einige gar nicht eingetreten. Also es ist immer noch, das muss man zur Beruhigung sagen, der militärische Apparat, die Militärs, aber auch seine Berater rund um Außenminister, die dafür sorgen, dass das Allergrässlichste nicht passiert. Das ändert aber nichts daran, dass sich etwas in Europa verändert hat. Wir haben ja mal den INF-Vertrag, also den Abrüstung, Mittelstrecken in den 80er Jahren erlebt. Und danach war ganze Zeit richtig Ruhe. Aber beide Seiten, sowohl Russland wie Amerika, rütteln daran. Die Russen haben eine damals existente Rakete mit einer Reichweite von 200 bis 300 Kilometern, Iskander, ausgeweitet. Die kann jetzt 2000 Kilometer reichen. Die ist eine, könnte in Kaliningrad stationiert sein, andere südlichen Teil ihres Einflussgebietes. Wissen tut man das nicht. Wir sind noch nicht in der Krise genau drin, aber wir stehen drohend davor. Und die Amerikaner haben geantwortet, wenn die das machen, kommen wir mit seegestützten Mittelstrecken, die wir ja uns nach dem IRF-Vertrag versprochen haben, nicht zu bauen. Herr Hinrich, sehen Sie das auch so, dass Herr Trump eine Gefahr darstellt für den Weltfrieden im Grunde? Absolut. Trump ist nicht die einzige Gefahr für den Weltfrieden. Wir befinden uns jetzt seit ein paar Jahren in einem neuen, unkontrollierten Rüstungswettlauf. Es gab nach dem Kalten Krieg die Hoffnung, dass die Welt friedlicher wird, dass wir zum Beispiel Atomwaffen auch ganz abschaffen. Jetzt ist eher der gegenläufige Trend. Überall wird aufgerüstet. Es geht mehr und mehr Geld in die Rüstung. Und Donald Trump ist ein ganz klares Beispiel dafür, dass wir uns eben nicht verlassen können darauf, dass alle immer vernünftig bleiben werden, immer die Ruhe bewahren, immer rational handeln, sondern mit seiner Rhetorik, zuletzt im Nordkorea-Konflikt, hat er uns jetzt schon
nahe an die Gefahr gebracht, dass tatsächlich Atomwaffen wieder eingesetzt werden. Und das ist brandgefährlich. Zu den Atomwaffen kommen wir später. Ich wollte Sie noch fragen, die Russen zum Beispiel rüsten ja auch auf. Die Chinesen rüsten auf und entwickeln ganz neue Waffensysteme, die natürlich bei der NATO auch mit Aufmerksamkeit beobachtet werden. Jetzt ist die Frage, wer hat jetzt den ersten Schritt gemacht in Richtung Aufrüstung? Die Amerikaner reagieren auf die Russen und die Chinesen oder die Chinesen und Russen reagieren auf die Amerikaner? Ja, das ist eine Spirale. Also das ist ja kindisch zu sagen, der hat angefangen oder der andere hat angefangen. Also wir müssen aus dieser Logik herauskommen, wo immer die eine Seite auf die Eskalation der anderen mit noch mehr Eskalation reagiert. Und wir müssen zurück zu Rüstungskontrolle und zu einer Friedenspolitik und einer Politik, die den internationalen Ausgleich sucht und die internationalen Institutionen stärkt. Und nicht immer nur noch eins draufsetzen. Also Herr Hinrichs hat völlig recht, aber man kann auch gar nicht sagen, wer hier angefangen hat. Das ist, wie die Engländer sagen würden, eine Frage von Huhn und Ei. Also das ist auch in diesem Zusammenhang irrelevant. Das größere Problem ist, glaube ich, die Unkontrollierbarkeit dieses ganzen Prozesses. Und wenn wir uns hierbei nur auf Nuklearwaffen konzentrieren, dann versäumen wir sozusagen, dass es drumherum ein ganzes Spektrum neuer Entwicklungen gibt. Hybride Kriegsführung, Cyberwaffen, Abwehrsysteme und auch Offensivsysteme im Weltraum, die alle dazu beitragen, die Situation weniger überschaubar zu machen. Und die Abschreckung außer Kraft zu setzen, wie wir sie aus dem Kalten Krieg kennen, und damit insgesamt das Risiko von strategischen Fehlkalkulationen zu erhöhen. Gibt es einen Punkt, den man dazu anmerken muss? Nach dem Fall der Mauer, also auch dem Abtritt der Sowjetunion, der Kommunistischen Partei in Russland, hat Russland eine sehr zurückhaltende Außenpolitik gefahren. Das hat die andere Seite dazu gebracht, auch nichts weiter zu tun. Jetzt mehren sich die Töne, dass die Führung in Moskau doch darüber nachdenkt, dass Estland, Litauen und Lettland nicht geborene selbstständige Staaten sind, sondern jahrhundertelang unter russischer Kontrolle waren. Und das ist die große Gefahr, die NATO auch sieht, mit einem auch sozusagen unnuklearen, also konventionellen Angriff, die Länder zu besetzen. Die NATO in Europa ist nicht in der Lage, dem zu wehren. Und wenn sie besetzt haben, müsste die NATO schon den Vertrag gemäß mit nuklearen Waffen antworten. Das ist sozusagen... Moment mal. Ja. Also da würde ich jetzt vielleicht doch die Kirche im Dorf lassen. Es gibt solche Gerüchte, aber ich würde mit denen sehr vorsichtig umgehen. Erstens, also die Russen haben schon die Krim annektiert und führen jetzt durch Stellvertreter in der Ukraine Krieg. Das habe ich ja nicht bestritten. Das ist, nein, ich weiß. Aber das ist, würde ich sagen, schlimm genug, um in der Region Unruhe zu stiften. Die Staaten des Baltikums sind NATO-Mitglieder. Für sie gilt der Artikel 5. Entschuldigung, das war gerade der Punkt. Nein, ich weiß, aber ein Angriff auf einen Staat des Baltikums würde bedeuten, dass wir alle zur Verteidigung verpflichtet sind. Und ich würde sozusagen jetzt nicht gleich in Abrede stellen, dass wir das auch tun oder tun können. Es ist aus Gründen der Geografie des Baltikums extrem schwer, einem Überraschungsangriff etwas entgegenzuhalten. Das stimmt, da hat Herr Thelen völlig recht. Aber ich würde das Baltikum nicht gleich verloren geben, sonst das werden alle unsere baltischen Freunde sich gleich per Internet melden und Defätismus vorwerfen. Ich komme daher. Also ich würde es nicht auch verloren geben. Das Entscheidende ist nur, dass die konventionellen Kräfte in Europa, NATO, die Amerikaner inklusive, nicht in der Lage sind, einem schnellen militärischen Schlag dort, einem konventionellen Schlag zu erwidern. Und die Rüstungsspirale, die ihr angeht, hat ja gerade damit was zu tun, dass die Amerikaner sagen, damit wir auf der unteren Ebene, also wenn angegriffen wird, nicht gleich mit den riesen nuklearen Schlägen kommen müssen, sondern da etwas auf der das Ebene ist doch Moment, auszugleichen. Das ist die Argumentation. Das ist doch Wahnsinn, zu versuchen, das Baltikum mit Atomwaffen zu verteidigen. Dann ist vom Baltikum nichts mehr übrig. Nein, egal, ob das kleine Atomwaffen sind oder große zu verteidigen. Die Technik der Abschreckung besteht darin, wenn der eine Waffen hat und der andere Waffen hat, sozusagen entsteht ja wieder das, was Sie vielleicht nicht akzeptieren wollen, aber diese Art von beider gleichzeitiger Fähigkeit hat ja ein Stück Frieden herbeigeführt. Und die Töne aus Moskau zum Baltikum sind andere geworden, als sie vor 10 Jahren oder 15 Jahren in Zeiten von den Jelzin waren. Das ist unbestritten. Nicht vergessen, dass ein wichtiger Teil der Abschreckung auch die Politik ist. Ja. Und
Das war auch schon im Kalten Krieg so. Wir denken immer, dass im Kalten Krieg das Gleichgewicht der nuklearen Abschreckung die Supermächte davon abgehalten hat, gegeneinander Krieg zu führen. Aber es war auch die Politik und das Wissen, dass dann die Welt eine andere sein würde, dass dann das System des Freihandels, dass dann die Bündnisse, dass viele andere Dinge auch zerstört wurden, das hat die Supermächte genauso davon abgehalten. So ist es auch jetzt. Russland steht wegen der Annexion der Krim, wegen der Kriegführung der Ukraine unter Sanktionen, die für Russland sehr schädlich sind und die gar nicht mal wegen der direkten volkswirtschaftlichen Wirkung schädlich sind, sondern wegen der politischen Signalwirkung. Und das hat meiner Überzeugung nach die Russen davon abgehalten, mehr Schaden anzurichten, als sie es jetzt schon tun und noch, also zu versuchen, da noch weiter vorzustoßen. Und ich glaube auch, dass in Moskau sehr wohl klar ist, dass der politische Effekt eines Angriffs auf das Baltikum verheerend wäre. Weshalb ich wäre einfach nur vorsichtig damit, diesen Gerüchten und diesen Spekulationen, die es überall gibt, gleich so viel Glauben zu schenken. Ich gebe keinen Gerüchten Glauben, sondern der Tatsache, dass es 56% der Bewohner von Estland russischer Nationalität sind. Ja. Und die kleinen grünen Männchen, die über Grenzen... Die haben alle einen EU-Pass, Herr Thelen. Ja. Bitte? Die haben alle einen EU-Pass. Was immer die für einen Pass haben, die Gefahr, dass es ein Konflikt entsteht, der nicht sozusagen sofort massiv ist, sondern Unterwanderung ist, der wird ja sozusagen durch Äußerungen, die erfindet ja keiner. Das sind ja keine Gerüchte aus Moskau, sondern Moskau stellt Punkte dar. Und die haben damit zu tun, dass sie sagen, so unabhängig sind die nicht, bitte. Und neue Konfliktlinien zeichnen sich bereits ab. Wir reden jetzt gleich über Waffen, die Gott sei Dank seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr eingesetzt wurden, nämlich Atomwaffen. Ein falscher Raketenalarm Anfang des Jahres versetzte die Bewohner Hawaiis in Angst und Schrecken. Fast 40 Minuten lang schien es, als würde die Welt untergehen. Die Panik vielleicht auch eine Folge des neuen weltweiten atomaren Wettrüstens. Seit 2 Jahren provoziert Machthaber Kim Jong-un die USA mit seinen Nuklear- und Raketentests. Auch die aufstrebende Weltmacht China baut ihre Atomstreitkräfte aus. Ebenso Russland, das sein Atomwaffenarsenal seit Jahren modernisiert. Hinzu kommen Länder, die offen oder verdeckt daran arbeiten, Atommacht zu werden. Grund genug für die USA, ihre Militärdoktrin zu überarbeiten. Für 1,2 Billionen Dollar soll deshalb in den nächsten 30 Jahren das amerikanische Atomwaffenarsenal modernisiert werden. Wächst damit die Gefahr eines Atomkrieges? Herr Hinrichs, die Amerikaner wollen demnächst einen der größten Militäretats auf den Weg bringen, 700 Milliarden US-Dollar. Das beinhaltet auch Atomwaffen, also die Erneuerung des bestehenden Arsenals und das Anschaffen von kleinen Mini-Nukes. Wird dadurch ein Atomkrieg zum ersten Mal vielleicht in der Geschichte zu einer echten Gefahr? Auf jeden Fall wird ein Atomkrieg wieder zu einer Gefahr. Die neue Nuklearstrategie der USA, die Trump jetzt beschlossen hat, sieht vor, dass eben auch mehr einsetzbare Atomwaffen entwickelt werden sollen. Das heißt, etwas kleinere Atomwaffen, die immer noch so zerstörerisch sind wie die von Hiroshima oder Nagasaki, mit denen ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht werden können. Aber eben im Vergleich zu denen im Moment vorwiegend im Arsenal vorhandenen etwas kleinere. Und es gibt in dieser Strategie das Konzept eines begrenzten Atomschlags. Also die Idee, man könne die Eskalation kontrollieren, selbst wenn es zum Einsatz von Atomwaffen kommt. Und das ist absoluter Wahnsinn und Schwachsinn. Erstens lässt sich diese Eskalation in dem Moment nicht mehr kontrollieren. Wenn Atomwaffen zum Einsatz kommen, dann glaube ich nicht, dass die politisch Verantwortlichen noch die Vernunft bewahren und rational bleiben und kühlen Kopf behalten, weil das eine völlig andere Situation ist, als wenn man jetzt vorher in Ruhe sich irgendwelche Einsatzpläne durchspielt. Und zweitens ist das ein Widerspruch in sich, begrenzter Atomkrieg, kleine Mini-Nukes, taktische Atomwaffen. Wir sprechen hier, auch wenn nur ein paar Atomwaffen zum Einsatz kommen, sprechen wir von Zerstörung von so einem Ausmaß.
Also, ne, dass sofort Millionen Menschen und große Territorien betroffen wären. Frau Stelzmüller, im Kalten Krieg standen ja zwei Blöcke gegenüber, die so viele Atomwaffen hatten, dass sie die ganze Welt mehrfach hätten vernichten können. Und es hat funktioniert. Sie sind nie eingesetzt worden. Ist dieses Gleichgewicht des Schreckens, wie es genannt wird, jetzt obsolet durch die neuen, kleineren Gefechtsköpfe? Das Gleichgewicht des Schreckens ist durch alle möglichen Dinge obsolet geworden und schon von einer ganzen Weile. Man muss auch sagen, also ich stimme Herrn Hinrichs zu, dass diese neue Nuclear Posture Review der Amerikaner, diese neue Nuklearstrategie in mehreren Elementen wirklich beunruhigend ist. Muss aber auch dazu sagen, dass schon frühere amerikanische Regierungen mit der Einsetzbarkeit von taktischen Gefechtsfeldwaffen gespielt haben. Dass die Regierung Bush zum Beispiel hat darüber sehr laut nachgedacht. Es ist also nicht ganz neu, aber es ist leider erhalten geblieben. Und das Risiko des Einsatzes ist in der Tat gestiegen. Eben nicht nur deshalb, weil wir dieselbe Architektur, dieselben Trägersysteme, dieselben Kommando- und Kommunikationsmittel benutzen für konventionelle und nukleare Waffen, was auch das Risiko von Fehleinschätzungen erhöht, sondern weil es eben inzwischen die Möglichkeit gibt, durch Cyberwaffen sozusagen schon die Betriebssysteme dieser Waffen auszuschalten oder anzugreifen, in einer Weise, die möglicherweise die Gegenseite zu einem Präventivschlag motiviert. Das, die Kombination all dieser neuen technischen Entwicklungen, ja, und dazu sagen Supermächte, Großmächte, die wieder sozusagen territoriale Aggression betreiben, so wie die Russen jetzt in Osteuropa, so wie die Chinesen im Pazifik. Das macht diese Kombination von neuen Unsicherheitsfaktoren macht die Lage so riskant. Herr Thelen, Atomwaffensperrvertrag fällt mir da gerade ein. Der hat ja sehr gute Dienste geleistet in den Zeiten des Kalten Krieges. Wird es Zeit für eine Neuauflage? Dagegen spricht nichts. Sie müssen nur den Willen der Beteiligten dazu haben. Ich bin, was die Ankündigung von Herrn Trump angeht und was er für 20 Jahre sagt, also in 20 Jahren ist er nicht mehr dran. Mal sehen, ob der noch in 2 Jahren dran ist. Das ist die eine Frage. Der hat viel Blech und viel Geräusch gemacht und davon ist doch am Ende viel in der amerikanischen Administration abgefangen und was er schon angekündigt hat, was alles nicht passiert. Ich glaube, dass zum Beispiel auch eine Verantwortung für China als Nuklearmacht darüber besteht, dass in seinem Nachbar, also Nordkorea, nicht sozusagen nuklear aufrüstet und da einen möglichen Unzug mitmacht. Es gibt eine Verantwortung auch. Die haben die westlichen, ja auch in der westlichen Hemisphäre kein neuer Nuklearstaat aufgestellt, muss man ja auch sagen. Und insbesondere die Bundesrepublik Deutschland verfügt nicht über Nuklearwaffen. Guten Gründen, wie auch immer. Also da gibt es Verpflichtungen und Verantwortung und die könnte man in einem Sperrvertrag wieder einbinden. Die Frage ist, ob die beteiligten Nationen das überhaupt wollen. Das ist, und da bin ich anders als Sie eben angeführt. Ich bin der Ansicht, dass es nach 1989 eine Phase gegeben hat, in der die damalige Sowjetunion, dann Russland, nicht mehr in dem Maße aggressiv den anderen gegenübergetreten sind. Mit Krim-Besetzung und der Auseinandersetzung in den Dnjepr-Gebirgen hat sich das geändert. Aber es hat eine Phase gegeben, in der sozusagen Ruhe geheißen, an dieser Front. Das hat sich geändert. Aber wir sind, der Ischinger behauptet, wir sind schon in der neuen Krise drin. Wir sind noch nicht, wir sind kurz davor. Das hat sowohl die Askander, diese Raketen, die Russen da ausdehnen und auch das auf Nuklear Mini-Potenzial ausgedehnt. Das ist eine drohende Gefahr, aber noch besteht, denn diese Raketen sind noch nicht stationiert. Es gibt keine nachrichtendienstliche, und das können die mittlerweile ja alles von oben sehen, ja. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Russen die stationiert haben. Naja, also ja. Es ist ja so, dass es russische Transporte gegeben hat von Trägersystemen, ja. Wo die Russen offensichtlich sehr absichtlich die Abdeckplanen weggemacht haben, sodass auch von Satelliten aus sichtbar war, dass diese Trägersysteme nach Kaliningrad transportiert wurden. Was wir nicht wissen, ist, ob da irgendwelche Gefechtsköpfe in der Nähe waren. Üblich ist, dass Trägersysteme und Gefechtsköpfe rigoros voneinander getrennt werden. Trotzdem ist alleine das Spielen, ja, mit solchen Gesten. Ja, so widerspreche ich doch gar nicht. Es ist ein Teil, ich behaupte ja nicht, dass wir unterschiedliche Ansicht sind. Ich glaube nur, dass wir
dass die Tatsache, dass die Russen gerne diese Provokationen setzen, ja, sowas entwickelt ein eigenes Leben in der Politik. Ja. Wie im Übrigen auch, also ich bin, wo wir glaube ich tatsächlich sehr anderer Ansicht sind, ist in der Beurteilung des Verhaltens der amerikanischen Regierung. Es stimmt, dass, sagen wir mal, im Pentagon, in dem State Department, es jede Menge Leute gibt, die täglich daran arbeiten, das Risiko von Fehlkalkulationen zu minimieren. Durch Kommunikation nicht nur mit Alliierten, sondern auch mit Staaten, mit denen Amerika nicht befreundet ist. Aber ich glaube, dass wenn wir uns damit beruhigen, ja, um nicht zu sagen sedieren, dass wir das Risiko außer Acht lassen, dass sowohl Verbündete in Europa, und das sehen wir jetzt mit dieser europäischen Verteidigungspolitik-Debatte, als auch mögliche Feinde sich diese Dinge anschauen und sagen, wer weiß, wer da am Ende die Oberhand behält. Es ist besser, wir bereiten uns vor. Es ist besser, wir haben einen Plan B. Und das sehen wir überall. Herr Hinrich, ich muss Sie fragen, setzen Sie als friedensbewegter Mensch auf Verträge, auf neue Abrüstungsverträge? Ich finde, friedensbewegt klingt jetzt so ein bisschen abschätzig. Ich finde, man sollte das durchaus ernst nehmen, was ist nicht macht. So gemeint. Ja, wir meinen das sehr ernst, was wir machen. Und unser größter Erfolg ist ein Vertrag, der Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Der erste Vertrag, der Atomwaffen klipp und klar verbietet, völkerrechtlich. Genau wie andere Massenvernichtungswaffen schon verboten worden sind. Biologische Waffen und chemische Waffen. Und bei diesen Massenvernichtungswaffen ist es gelungen, einen weltweiten Konsens darüber herzustellen, dass diese Waffen illegitim sind, dass jeder Einsatz ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre. Und ich glaube, von den Charakteristika ihrer Wirkung her gehören die Atomwaffen in genau die gleiche Kategorie. Und jetzt reden wir wieder darüber, was alles schlecht läuft. Und es läuft gerade sehr viel, sehr schlecht. Russland, USA, und man kann da ganz viele Vorwürfe an alle Seiten stellen. Ich glaube aber, wir müssen auch mal über unsere eigene Rolle sprechen, über die Rolle von Deutschland. Das wollen wir jetzt tun. Wir haben bisher schon viel geredet über Geld, dass die Staaten in die Aufrüstung investieren. Aber was ist mit den Profiteuren der Aufrüstung, der Industrie? Für 1,5 Billionen Euro wurden im letzten Jahr weltweit Waffen hergestellt. Die mit Abstand größten Exporteure kommen aus den USA und Russland, gefolgt von China. Das ist keine große Überraschung. Aber auch Deutschland mischt kräftig mit im Rüstungsgeschäft. Deutsche Kriegsschiffe für Saudi-Arabien. Panzer made in Germany in der Türkei. Das Waffengeschäft floriert. Die schwarz-rote Bundesregierung hat in den vergangenen 4 Jahren so viele Rüstungsexporte gebilligt wie nie zuvor. Gesamtwert rund 25 Milliarden Euro. Das sind gut 20% mehr als unter der Vorgängerregierung von Union und FDP. Vor allem die Exporte in sogenannte Drittstaaten, also Länder außerhalb der EU und NATO, haben sich fast verdoppelt. Darunter Algerien, Ägypten oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Im neuen Koalitionsvertrag haben Union und SPD festgeschrieben, Rüstungsexporte sollen mit strengeren Richtlinien weiter eingeschränkt werden. Was heißt das? Und kann man diese Absicht ernst nehmen? Frau Stelzmüller, kann man Rüstungsexporte sinnvollerweise beschränken? Weil die Industrie sagt ja immer, wenn wir es nicht tun, tun es die anderen. Ja, also man kann und man sollte. Aber das Problem ist, dass heutzutage viele der gefährlichsten Waffen nicht als solche erkennbar sind. Ich glaube, dass wir haben es ja seit 2 Jahren, also eigentlich seit dem Beginn der Krimkrise, mit einer russischen Hybrid- und Propagandakriegsführung in Europa zu tun, die wir so seit dem Kalten Krieg nicht erlebt haben und die erhebliche Folgen gezeitigt hat. Wir haben uns eigentlich erstaunlicherweise ganz gut gewehrt. Trotzdem sehen wir, glaube ich, alle diejenigen von uns, die auf Facebook und auf Twitter unterwegs sind, haben sozusagen monatelang ungeheuerliche Schlammschlachten erlebt. Ich habe selber auch in diesem Zusammenhang mal eine Todesdrohung bekommen, aber viele meiner früheren journalistischen Freunde bekommen das am laufenden Band. Also wir sagen, wir sollten nicht vergessen, dass ein Teil dieser Aggression auf ganz anderen Ebenen stattfindet als mit Waffen und da durchaus perfide und zersetzende Wirkungen hat in der Gesellschaft. Das andere ist, um jetzt sozusagen etwas doch wieder zur Technologie zurückzukehren, das andere sind Dual-Use-Güter.
Ja? Also Güter, die gleichzeitig für zivile und für militärische Zwecke eingesetzt werden können. Das, also ein Großteil der elektronischen Technologie fällt darunter. Das ist technisch einfach und wirtschaftlich sehr schwierig. Schwierig, das, ja, zu trennen. Das zu trennen. Ja. Und letztlich muss man auch sagen, wir haben unter Angela Merkel eine Rüstungsexportpolitik erlebt, die Rüstungsexporte an verbündete Staaten durchaus befördert hat, mit der Begründung, wir würden sie befähigen, sich selber zu schützen. Und dabei wurde durchaus also mit Freude mit in Kauf genommen, dass das natürlich auch dann die Stückzahlkosten für die Bundeswehr senkt. Darüber kann man sich schon unterhalten, ob das wirklich unserer Reputation dient. Ja. Darf man dazu folgende anmerken? Ja. Der französische Präsident hat ja in seiner großen Ouvertüre an die Deutschen und für Europa gesagt, dass man bitte in Europa eine gemeinsame Rüstungs- und Verteidigungspolitik macht. Da kann man aber allen nur sagen, wenn wir zusammen mit Franzosen rüsten, werden die nicht vorschreiben lassen, sich von uns, wo die Waffen hingehen. Und noch ein grundsätzliches ökonomisches Argument, das sie nicht außer Kraft setzen können, hat was damit zu tun, wenn sie von einem System 10 produzieren, ist das entschieden teurer, als wenn sie Hunderte oder Tausende und die dann verkaufen können. Die Economy of Scale gilt auch für Rüstungsgüter. Das ist nicht erfreulich, aber das ist Fakt. Ja. Herr Hinrichs, die mögliche neue Bundesregierung, wenn es denn zu einer großen Koalition kommt, hat sich auf jeden Fall fest vorgenommen, die Rüstungsexporte noch strenger zu handhaben. Ist das sinnvoll? Ich frage das deshalb, weil als Beispiel wurde immer genannt die Waffenexporte in die Türkei, NATO-Partner, den wir seit Jahrzehnten mit Panzern unter anderem beliefern. Da wurde jetzt, nachdem die Türkei über die Grenze nach Syrien eingedrungen ist, gesagt, da seht ihr mal, das könnt ihr nicht machen. Ist das nicht ein unlauteres Argument? Nee, es wäre absolut sinnvoll, Rüstungsexporte stärker zu begrenzen. Das Problem, das ich sehe, ist nur, dass sich die Regierung immer viel vornimmt und viel ankündigt und dann wenig umsetzt. Zum Beispiel hat auch die SPD im Wahlkampf wieder gefordert, die Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen. Und jetzt im neuen Koalitionsvertrag findet sich davon wieder keine Spur. Also wir sind Teil dieses Rüstungswettlaufs. Wir tun immer so, in der Rhetorik wird oft so getan, ja, Deutschland ist so ein kleiner, schwacher Staat. Wir haben überhaupt keinen Einfluss irgendwie auf den Rüstungswettlauf der anderen. Das stimmt nicht. Deutschland ist eine Weltmacht, ist die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Und wir tragen wesentlich dazu bei, dass diese Aufrüstung überall stattfindet. Und wenn jetzt die Atomwaffen zum Beispiel in Rheinland-Pfalz modernisiert werden sollen für Milliarden und Deutschland sich weigert, der Ächtung, dem Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beizutreten, mit der Begründung, wir brauchen diese Waffen noch in der NATO und wir können jetzt nicht einfach das in Frage stellen, dann ist das genau entgegengesetzt der Rhetorik, die wir sonst in der Politik erleben, dass Deutschland irgendwie der Vorreiter der Abrüstung sei und der Diplomatie. Das passt nicht zusammen. Also wenn die Waffen der NATO gehören, ein kleiner Hinweis, dann sind wir international gebunden daran. Am deutschen Nuklearwesen wird die Welt nicht genesen. Wir können, da müssen wir aus der NATO austreten. Da rate ich aber rundherum ab. Wenn die Amerikaner in Büchel, Nuklearwaffen, das ist ja Rheinland-Pfalz, gelagert haben, dann können wir nicht sagen, die Amerikaner haben sie dort abzuziehen. Das muss ein NATO-Beschluss sein. Wenn die anderen NATO. Das ist absoluter Quatsch. Es gibt 5 NATO-Staaten, die die Stationierung von Atomwaffen auf ihrem Territorium verbieten. So, also wieso sollen wir das nicht auch können? Weil wir es nicht können, das ist ja schon versucht worden. Weil einen Sitz in der nuklearen Planungsgruppe in der NATO gibt und wir damit ein Mitspracherecht haben über ihre Verwendung. Und das haben wir bisher für so wertvoll gehalten. Um was für ein Mitspracherecht geht es denn? Natürlich bin ich dafür, dass Deutschland ein Mitspracherecht hat, wenn es um die Rolle von Atomwaffen in der NATO geht. Wenn es darum geht, wie wir abrüsten können, wie wir Atomwaffen abschaffen können. Ein Ziel, zu dem sich die ganze NATO auch als Ganzes bekannt hat. So, wenn es darum geht, den Einsatz von Atomwaffen vorzubereiten, den Mord an Millionen von Zivilisten, dann bin ich der Meinung, da sollten wir nicht dabei sein. Wir sollten die Finger davon lassen. Also da können wir, glaube ich, beide nicht mit. Ich sehe das, also das Problem ist ja noch ein anderes, Herr Hinrichs, wenn wir uns ganz ehrlich machen. In der NATO sind 3 Staaten mit Atomwaffen, die USA, die Briten und die Franzosen.
Und wir sind sozusagen so zu tun, als sei unser einziges Problem diese vielleicht 2 Dutzend Gerüchte halber, also so heißt es zumindest gerüchteweise, taktischen Nuklearwaffen der Amerikaner, die da in der Eifel stationiert sind und aber eventuell auf deutsche Tornados draufgeschraubt werden könnten, im Falle eines Krieges und eines Einsatzes. Dann vernachlässigen wir die Tatsache, dass wir Teil eines viel größeren Verteidigungsverbundes sind, in dem noch ganz andere Atomwaffen ins Spiel kommen könnten. Mit anderen Worten, um diese paar taktischen Nuklearwaffenminen geht's ja nicht nur. Das heißt, unser Problem wäre nicht gelöst. Unser Problem wäre nicht gelöst, wenn die Amerikaner diese Waffen, die ehrlich gesagt im Einsatz auch nicht so relevant sind wie die anderen Dinger, abziehen würden. Das heißt, ich glaube, die Fokussierung der deutschen Friedensbewegung, vor der ich großen Respekt habe, auf diese paar Nuklearminen, ist verengt. Also wenn man wirklich an das Problem ran will, dann muss man an die gesamte Nuklearstrategie aller NATO-Staaten ran. Und dann viel Glück. Ja, aber das ist genau das, was wir tun. Also natürlich sind wir eine Kampagne, wir fokussieren uns auf die Atomwaffen in Deutschland, weil das ein Symbol ist, so im Moment im Negativen, nämlich für das Bekenntnis Deutschlands zum Einsatz von Atomwaffen, für die Bereitschaft. Aber der Abzug wäre genauso ein wichtiges Symbol für die Verabschiedung von der Nuklearstrategie. Aber es geht doch darum, dass unsere Sicherheit kann nicht darauf fußen, dass wir damit drohen, den Gegner komplett zu vernichten. Das ist keine Verteidigungspolitik, die langfristig tragbar ist. Und da muss die NATO natürlich als Ganzes sich hinbewegen. Das ist das, was wir fordern. Das ist das, woran wir weltweit und in allen NATO-Staaten arbeiten. Herr Thelen, ganz kurz dazu. Wie mögen wir in allen NATO-Staaten arbeiten? Sie, die Deutschen, also inklusive Ihrer Friedensbewegung, werden England und Frankreich nie dazu bringen, die Nuklearwaffen abzuschaffen. Das lassen Sie sich von den Deutschen schon mal erst recht nicht sagen. Gucken Sie sich die letzten 100 Jahre Geschichte an. Margaret Thatcher hat 1989 bei der Wiedervereinigung gesagt, here we go again. Wir sind mit Absicht von den anderen nicht nuklear bewaffnet. Und die lassen sich von uns auch nicht sagen, dass sie ihre Nuklearwaffen einstellen. Das ist nicht machbar. Das ist auch nicht. Ja, also, aber Entschuldigung, wenn Ihre Kampagne dahin geht, in allen Ländern zu sagen, dass die Nuklearwaffen weg sollen. Ja, aber das ist ja keine deutsche Kampagne. Und natürlich sind das britische Bürger, die von ihrer Regierung fordern. Aber Sie fordern als deutsche Gruppe. Und da gibt es eine große Unterstützung. Es gibt eine große Diskussion in Großbritannien darüber, ob es überhaupt Sinn macht, so viele Millionen Geld für eine Waffe auszugeben, die eigentlich ein teures Statussymbol ist und keinen praktischen Nutzen. Das ist eine wundervolle britische interne Diskussion. Ich rede über die Tatsache, dass Sie als deutsche Gruppierung Amerikaner, Russen, Franzosen und Engländer auffordern, sind ja nicht nur amerikanische Nuklearwaffen hier. Sie wissen das sicherlich besser. Es gibt auch französische Depots, Möglichkeiten, wie auch immer. Und es gibt auch britische, mal abgesehen. Wir werden den anderen sozusagen das Nicht-Nukleare nicht befehlen können. Woran man arbeiten muss, dass alle den Atomwaffensperrvertrag beitreten, alles wundervoll. Aber wir sind nicht diejenigen, die da sozusagen mit Fahne vorangehen. Das wird im Gegenteil die Geschichte auch noch beschädigen, weil man sagt, die Nuklearwaffen haben die Deutschen nicht. Sie wollen sozusagen ihr Gewicht verstärken, damit das Konventionelle stärker würde. Was momentan, ja, wenn Sie über Rüstung reden, auch nicht besonders stark ist. Ich habe doch gerade gefordert, dass Deutschland seine Politik verändert und nicht, ne, das ist unsere Forderung von ICAN Deutschland, von der deutschen Friedensbewegung an die deutsche Bundesregierung. Und so. Aber die deutsche Bundesregierung kann die Waffen nicht beseitigen. Entschuldigung, die deutsche Regierung ist... Wir wollen jetzt, entschuldigen Sie, dass ich da unterbreche, weil wir wollen zum letzten Teil unserer Sendung kommen und da dezidiert mal auf Europa und auf Deutschland gucken. Denn hier hat die EU nach jahrelangen Diskussionen sich auf PESCO geeinigt, die Europäische Verteidigungsunion. Der Grundstein dafür wurde bereits im November letzten Jahres gelegt, als die EU-Außen- und Verteidigungsminister ein Papier unterzeichnet haben, das gemeinsame Militäraktionen möglich macht. Daran beteiligt sind insgesamt über 20 EU-Staaten, ein historischer und ein nötiger Schritt, wie es in Brüssel heißt. Es war für uns wichtig, gerade nach der Wahl des amerikanischen Präsidenten, uns eigenständig aufzustellen als Europäer, nicht in Abgrenzung zur NATO, komplementär zur NATO, aber weil wir auch sehen, niemand wird die Probleme, die Europa in seiner Nachbarschaft hat,
im Sicherheitsbereich für uns lösen. Tatsächlich ist eine gemeinsame Verteidigungsunion Neuland in der EU. Muss Europa sich künftig mehr selber schützen, Herr Thelen? Also die Idee an solche ist prima, aber die erste Stimme ist die von NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Europäer können machen, was sie wollen, aber es darf nicht zulasten der NATO gehen. Das heißt, da ist die Einbindung schon wieder da. Da können wir so viele deutsche Wünsche äußern, wie wir wollen. Wir sind Teil der NATO. Und nicht nur, weil wir sie als Verteidigungsunion, für die anderen bedeutet die Mitgliedschaft Deutschlands in solchen Organisationen auch eine Einbindung Deutschlands. Das geht bei uns manchmal verloren. Also. Die anderen möchten uns auch gerne diszipliniert in Dingen sehen. Wenn die Europäer in der Lage sind, zusätzliches Geld aufzubringen und gemeinsame Aktionen zu machen, die mit der NATO nicht in Streit liegen, ist das eine feine Sache. Aber a priori gilt, was Herr Stoltenberg gesagt hat. Also. Das heißt, PESCO ist inzwischen von 25 Staaten der EU mit unterschrieben worden, die, glaube ich, fast alle auch NATO-Mitglieder sind. Wir reden hier von Ausgaben, die nach dem Verständnis der allermeisten EU- und NATO-Mitglieder zu Fähigkeiten führen sollen, die komplementär zu denen der NATO sind. Da hat natürlich die gegenwärtige Entwicklung in Amerika eine gewisse Rolle mit dabei gespielt. Wobei, man muss auch sagen, diese Bestrebungen haben nicht erst vor einem Jahr angefangen. Die sind schon mindestens ein Jahrzehnt alt. Aber die Idee ist, die EU zu befähigen, bei kleinen bis mittleren Einsätzen in Stabilisierung und Krisenmanagement, da, wo sie sich nicht auf das amerikanische Rückgrat oder amerikanische Assets, Mittel, Hilfe verlassen können, eigenständig, autonom, ihre sicherheitspolitischen Probleme zu lösen. Nennen Sie doch mal kurz ein Beispiel. Jugoslawien. Also Jugoslawien war viel zu groß. Sagen wir mal, diese Einsätze, die wir jetzt in Mali gesehen haben. Ja, oder maritime Einsätze vor der Küste des Libanon. Sowas. Das sind sehr überschaubare, militärisch nicht sonderlich aufregende Einsätze, wo es möglicherweise gar nicht Sinn macht, die enorme Entscheidungs- und Kräfte, also Force Generation sagt man bei der NATO, die enorme Maschinerie der NATO überhaupt in Bewegung zu setzen. Das ist vom Pentagon in früheren Zeiten, auch jetzt, durchaus mit Wohlwollen gesehen worden, solange es nicht von irgendeinem europäischen Staat als im Gegensatz zur NATO stehend eingesetzt wird. Und tatsächlich ergibt sich hier wieder mal das Problem, und ich habe ehrlich gesagt dafür nicht wirklich Verständnis. Ich habe mehrfach jetzt französische Spitzenbeamte in Washington sagen hören, wir bezwecken damit strategische Autonomie. Das ist natürlich mit Absicht gesagt, um die Amerikaner zu ärgern. Und das ist keineswegs etwas, womit dass die deutsche Regierung oder auch die englische Regierung oder die holländische Regierung so einverstanden sind. Das ist auch ehrlich gesagt gar nicht realistisch. Ja? Ich finde es mit anderen Worten, es ist eigentlich eine pure, wie soll ich sagen, ich glaube damit, dass Paris damit nur die Amerikaner ein bisschen necken will. Am Ende ist aber der Umfang des Projektes gar nicht geeignet. Ja? Um die Amerikaner wirklich zu ärgern. Und deshalb würde ich, wenn ich den Amerikanern Rat zu geben hätte, würde ich sagen, ist schon gut. Solange es dazu führt, dass die Europäer sich besser sortieren, ist das auch für die NATO eine gute Sache. Ja, Sie hatten es eben angesprochen, Herr Thelen, die NATO befürchtet natürlich, dass durch die EU-Armee die europäischen Staaten, die dort mitmachen bei diesem Projekt, Gelder aus ihrem Verteidigungsetat abzwacken und eben nicht in NATO-Projekte stecken, sondern in dieses neue Projekt EU-Armee. Das ist, glaube ich, eine realistische Befürchtung, oder? Richtig, zumal wir den Verpflichtungen, denen wir ja vor Jahren beigetreten sind, übrigens war das unter Präsident Obama, wo das aufgekommen ist, 2% des BIP für Rüstungsdinger auszugeben. Die Franzosen legen 2,3% vor, die Engländer 1,9%, wir sind nur bei 1,2%. Und der Anteil der Bundesregierung hat ja erklärt, eine Aufstockung käme überhaupt nicht in Frage. Also da bin ich mal ganz interessiert. Denn zum Beispiel nur als der sozialdemokratische Wehrbeauftragte Bartels hat gesagt, die Bundeswehr ist momentan nicht einsatzbereit. Wenn dem so ist, müssten wir vielleicht darüber nachdenken, ob Mittel bereitgestellt werden, damit die Deutschen haben eine Marine, mit den 6 U-Boote liegen alle am Pier, die sind alle nicht einsetzbar. Davon gibt es jede Menge mehr Geschichten. Dann sagen die anderen, bevor ihr euch neue europäische Aufgaben aufzieht, dann macht man erstmal die Hausaufgaben, die da sind. Und dass die Bundeswehr in einem schlechten Zustand ist, das wird sozusagen
von niemandem bestritten. Also da müssen erstmal Hausaufgaben gemacht werden und die sieht nicht so aus, als würden die gemacht. Jedenfalls fürs Erste. Herr Hinrichs, wie sehen Sie eine EU-Armee, wenn ich Sie so nennen darf? Das Besondere an Europa ist, dass Europa eben nicht nur ein Verteidigungsbündnis ist, die EU, sondern dass der Grundgedanke der EU war, dass es nie wieder Krieg in Europa geben darf. Und dass man, um dieses Ziel zu erreichen, eben nicht nur auf Abschreckung und Aufrüstung setzt, sondern auf Völkerverständigung, friedensbewegt das klingt vielleicht für Sie, auf das Zusammenwachsen von Staaten, auf gemeinsame Interessen, gemeinsamen Wirtschaftsraum, auf Kooperation, die beiden Seiten nutzt. Und das ist eine Idee, an der wir uns wieder mal ein Beispiel nehmen sollten. Und das ist auch etwas, was es gegeben hat im Kalten Krieg. Also Sie hatten das erwähnt, Herr Thelen. Es hat in den 80er Jahren viele Rüstungskontrollverträge gegeben zwischen den USA und der Sowjetunion. Und das hat dann dazu geführt, nicht nur, dass Atomwaffen abgerüstet wurden, sondern dass es neue Öffnungen gab, neue Zusammenarbeit. Ich erinnere an den Helsinki-Prozess, der als sicherheitspolitischer Prozess anfing. Dann wurden irgendwann Menschenrechte ins Spiel gebracht. Dann spielte das eine Rolle für Glasnost und Perestroika und für das Ende des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion. Das ist doch eine Idee, an der wir uns wieder orientieren könnten. Und genauso ist es eine Idee, wieder auf die EU zu setzen und auf ein gemeinsames, friedliches, vereintes Europa, statt immer wieder nur davon zu sprechen, dass wir jetzt mehr Geld in Rüstung stecken müssen. Auf der anderen Seite, wenn Deutschland da eine Rolle spielen will und gleichzeitig jetzt demnächst übernimmt die Bundesrepublik, die Bundeswehr sozusagen, die Führung der Speerspitze der NATO. Und wenn man sich dann das Gerät anschaut, mit dem die Bundeswehr zu Werke geht, die Hubschrauber fliegen nicht, die Panzer fahren nicht. 99. Was müssen wir da machen? Ganz kurz, Frau Stelzmüller, das letzte Wort. Also erstens, es gibt keine EU-Armee. Das ist ein Schlagwort aus der britischen Presse, das sollten wir uns nicht zu eigen machen. Es gibt sehr konkrete, relativ technische EU-Projekte, die auch durchaus sinnvoll sind, das sollte man machen. Ich muss unterbrechen, wir sind mit der Sendung am Ende. Gut. Ich bedanke mich jedenfalls das aufzuklären. An Sie hier im Studio für Ihr Kommen und für die lebhafte Diskussion und auch an Sie, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war Quadriga. Bis kommende Woche.